Okay, nochmal speichern. Bitte keine Steine mehr. Puh. Ja, hast du geschafft. Ich sollte den Cut nicht machen, während ich laber. Was ist denn das? Ein stacheliger Ball mit Augen und Schnabel. Sprecht, Fremdlinge. Seid ihr im Namen der Familie Dingenbrack unterwegs? Ja. Dann müsst ihr auch die Antwort auf folgende Frage kennen. Dankwart? Mal sehen, was er es so zu fragen hat. Was kann nie verliehen oder verdient werden und wird doch immer verschwendet? Aha, ein Rätselspiel. Damit kenne ich mich ja schon aus. Okay, man kann es nicht verlieren, nicht verdienen, aber verschwenden. Gut, Gold trifft schon mal nicht zu, Orden auch nicht. Das ist die Zeit. Die Weisheit der herzoglichen Familie spricht aus euren Worten. Ihr dürft euren Weg fortsetzen. Noch ein Speicherpunkt. Noch so ein Ding. Sprecht, Fremdlinge, seid ihr im Namen der Familie Dengelbrack unterwegs? Aber sicher doch. Dann müsst ihr auch die Antwort auf folgende Frage kennen. Mach's kurz. Onkel und Brüder habe ich keine. Aber dieses Mannes Vater ist meines Vaters Sohn. Okay. Lesen wir die Frage nochmal durch. Onkel und Brüder habe ich keine, aber dieses meines Vaters ist meines Vaters Sohn. Dieses Mannes Vater ist meines Vaters Sohn. Ich meine die Frage zu kennen. Dein Sohn? Die Weisheit der herzoglichen Familie spricht aus euren Worten. Ihr dürft euren Weg fortsetzen. Puh. Also diese Frage war, glaube ich, in erster Linie dazu da, um zu verwirren. Sprecht, Fremdlinge, seid ihr im Namen der Familie Dengelbrack unterwegs? Lasst euch mal einen neuen Spruch einfallen. Wir sind's immer noch. Dann müsst ihr die Antwort auf folgende Frage kennen. Ja, sicher. Was ist schlimmer als der Tod und besser als die Liebe? Die Toten essen es. Aber wenn die Lebenden es essen, sterben sie eines qualenvollen Todes. Kenn ich. Das ist es nicht. Es ist nichts. Die Weisheit der herzoglichen Familie spricht aus euren Worten. Ihr dürft die nächste Frage beantworten. Schön dann ab ins Kirchen, Fifi. Los! Noch eine Frage? Aber deinen Kumpels muss mir doch immer nur eine einzige Frage beantworten. Der Herr mit der Dengelbrax kennt alle Antworten. Ja klar, schieß los, alter Junge. Wir machen das schon. Es braucht für sich die klare Luft. Doch anderen lässt das Atmen nicht. Stechend beißend ist sein Duft. Doch spendet seit Äonen Licht. Das Feuer. Die Weisheit der herzoglichen Familie spricht aus euren Worten. Ihr dürft die nächste Frage beantworten. Der Kerl scheint nicht nur wie ein Papagei. Er redet auch wie einer. Hätte sich euer Ahn nicht ein paar Sätze mehr ausdenken können, Dankwart? Fantasie war noch nie die Stärke meiner Familie. Entschuldige bitte. Ein paar Scherze unter Familienmitgliedern, sonst nichts. Du kannst weitermachen. Was geht auf und ab und bewegt sich nicht? Ein Krebs? Nö. Zeiger einer Uhr? Nö. Das Leben geht auf und ab, bewegt sich nicht? Blödsinn. Eine Leiter? Eine Treppe? Leiter? Ich habe Leiter genommen. Die Weisheit der herzoglichen Familie spricht aus euren Worten. Ihr dürft euren Weg fortsetzen. Oh Mann, ey, wie ich diese Rätselspiele liebe. Erstmal wieder speichern. Was haben wir hier?
Nicht wo wir sind oder sein werden, sondern wo wir nicht sind, werden Wege sein. Verstehe ich nicht. Habt ihr das verstanden? Nein, aber es scheint mir, dass es einen tiefen Sinn ergibt, der sich hinter der eigentlichen Bedeutung der Worte verbirgt. Okay, nochmal. Nicht wo wir sind oder sein werden, sondern wo wir nicht sind, werden Wege sein. Ich kann mir noch keinen Reim daraus machen. Nein, das muss hier was mit dem Labyrinth was zu tun haben. Wo kommt dieses unheimliche Geräusch her? Das kam aus meiner Hosentasche. Dieser komische Kompass gibt Töne von sich. Seltsam. Ich frage mich, was das zu bedeuten hat. Das Lachen gefällt mir nicht. Versuch mal einen anderen Weg. Komische Lacht er nicht. Was ist denn das? Schon wieder dieses Lachen. Ich bin auf einen Schalter getreten. Nichts passiert. Ich gehe zurück. Ich meine, der Kompass fängt an zu lachen, wenn ich einen falschen Weg betrete. Kannst du mir bitte sagen, was du damit bezweckst? Du kannst doch hier nicht einfach irgendwelche Schalter umlegen. Keine Sorge. Ich kenne mich in solchen Hüllen aus. Wenn man einen Schalter findet, sollte man ihn auch umlegen. Na, hoffen wir mal, dass du uns damit nicht umlegst. Jetzt bin ich mal echt gespannt. Habe ich Gutes damit getan oder Schlechtes? Schon wieder falscher Weg. Der Boden fängt an zu glühen. Ich gehe weg. Das hat wieder mir ordentlich zusetzt. Dankwart. Heilung. Wieder eine Weg. Okay. Eigentlich sollte ich schon umkehren, wenn das Lachen kommt. Warum bin ich dann noch so dämlich und laufe weiter? Was ist denn das? Auwei. Weg. Auwei. Okay. Ich weiß jetzt, es ist eine scheiß Idee, hier Schalter umzulegen, irgendwelche Truhen zu öffnen oder sonst irgendwas zu machen. Was sonst ein Schatzsucher tun würde. Zurück. Lass ich mal lieber die Finger von den Truhen da hinten. Kann ich hier oben lang? Okay. Ich weiß schon, war blöde Idee. Noch eine blöde Idee. Hier ist eine Vertiefung. Da würde meine Laterne reinpassen. Schaut gut aus. Es bringt uns allerdings auch nicht weiter. Pack deine Laterne wieder ein und lass uns was anderes versuchen. Ich darf meine Laterne nicht vergessen. Okay, irgendwas sagt mir, dass ich den hier umlegen muss. Ein Schalter. Ich liebe Schalter. Deine Gefühle bringen uns noch in Teufels Küche. Na, noch irgendwas zu motzen? Vorher ist nicht, Schatz. Aber wir wissen ja noch nicht, ob dieses Ding gut oder schlecht für uns ist. Ich weiß, wofür das ist. Genau. Ey. Das Ding weiß mir nämlich hier den richtigen Weg. Also links, 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 hoch, hoch, links, 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 runter, runter, runter.
Habe ich da so einen Kopf. Dreimal nach links, zweimal nach oben. Zweimal nach links. Dreimal nach links. Und dann runter. 1, 2, 3. Au. Das war zu weit. Das auch. 1, 2, 3. Okay. Sieh mal einer an. Ein versteckter Durchgang. Das hat mir echt nicht gefallen. Allein schon die Breite des Ganges. Hier ist eine Treppe. Und wieder der falsche.